Ding. Kann es sein, dass die Gegner irgendwie mehr Gold droppen? Also jetzt hier im ersten Gebiet. Sobald der Boss tot ist. Das kommt mir ein bisschen so vor. Schickt er es? Ja. Das war nicht nett. Ganz und gar nicht nett. 520 Gold. Volle Lebenspunkte quasi. Schaut die Karte aus. Wir haben nicht wirklich irgendwas übersprungen. Außer ja eine Truhe, die wir nicht kriegen konnten. Das heißt, so viel mehr wird in diesem Gebiet nicht sein. Und ich mag diese Stachelgänge nicht. Auch sehr schön, dass er lacht, obwohl er gerade gewonnen wurde. Aber vielleicht lacht er ja deswegen. Man muss sich selbst in Kritiken können. Oh, oh, oh. So, Eisstachel. Warum waren hier unten noch Gegner? Oh, das Helios Blessing wäre auch schick, wenn das so eine Art Zusatzleben wäre. Das heißt, wenn man stirbt, verliert man das und taucht genau da wieder auf, wo man gestorben ist. Oder am Anfang oder wo auch immer. Aber das wäre viel zu mächtig, ja? Ja, schon. Was hast du? Du hast noch mehr Gold. Sehr gut. Oh. Hühnchen kann eigentlich da bleiben. Oh. Garstiges, doofes Skelettending. So. Lebenspunkte sehen nicht mehr so gut aus. 50%. Deswegen vorsichtig sein. Da müssten wir ein Zwerg sein. Schade. Oh, hier gibt es wieder Lebenspunkte. Denn hier geht es runter zur Hölle, richtig? Richtig. Das wollten wir erstmal ignorieren. Also ja, es ist verlockt, mal ganz kurz reinzuschnuppern, um mehr Loot abzugreifen, weil es halt mehr Loot da gibt. Aber wie wir gesehen haben, passiert dann doch immer irgendwas unvorhergesehen, wenn man stirbt. Und Sterben ist nicht so toll. Oh. Du bist ganz schön garstig. Gut, dass du nicht durch Wände schießen kannst. Komm her. So. Ganz schön viel Gold hier auf dem Boden. Wo kommt das bloß her? Und noch mehr Gold. 1840. Wir können ja mal gucken, wie viel Gold ungefähr jedes Mal bei rumkommt, wenn man das Standardgebiet leer macht. Ha, 5 Verbindungen haben wir noch im Standardgebiet. Hätte ich so nicht gedacht, aber okay. Das sieht nicht schön aus hier. Ja, genau deswegen. Und das Ganze für ein paar hundert Goldmünzen. Boah, okay, kann ich mitarbeiten. Rückwärts war es einfacher. So, hoch, hoch, hoch. Nächster Gang. Und du warst ein Boss. Du warst mal ein Boss, richtig. Hm. Was machst du? Du, volle Lebenspunkte. Sehr schön. Nochmal mehr volle Lebenspunkte. Und der Wald. Ja, der Wald wäre der nächste Schritt. A, B, der B, B. Ich will erstmal hier alles freiräumen. Also 2 Räume nach links. 3 Räume nach links. Genau. Dann hier. Nee. Da benutze ich das komische grüne Ding lieber gar nicht. Du auch noch. So, 1, 2. Sehr schön. An den ganzen fiesen Stacheln vorbei. Und die letzte Nische. Nee, oben geht's auch noch weiter. Okay. Haben jetzt schon 2300 Gold fast. So. Oh. Oh. Ah, wir haben 2500 Gold. Aber man muss auch immer bedenken, dass jedes Mal, wenn wir irgendwas kaufen, wird es ja auch teurer. Das heißt, was am Anfang so schön klang, 1500 Gold oder 2000 Gold, das ist denn demnächst nur noch ein einziges Upgrade, was dann ja nicht mehr ganz so toll ist. Oh ja.
Wir machen dennoch gute Fortschritte. Oh, eine Truhe, wo wir nicht hinkommen. Da wäre das gewesen, wenn wir ein Zwerg wären. Es gibt ganz schön viele Stellen, wo es toll wäre, ein Zwerg zu sein, ne? Hier ist Maya. Wir wollten aber nicht nach Maya, wir wollten, wenn, dann überhaupt erstmal in den Wald. Richtig? Richtig. Also, Gebiet 1 erfolgreich abgeschlossen. Ich glaube, zum ersten Mal richtig bewusst. Das heißt, auf zu neuen Ufern. Stirb, Engelchen. Oh, die kann man auch kaputt machen. Sehr schön. Je mehr wir zerstören können, desto besser. Den Raum kenne ich doch irgendwoher. Nur war nicht im Wald, sondern woanders. Na gut, wie macht man das am besten? Und den Typen da im Hintergrund, den meinte ich. Ist das nicht aus Monkey Island? Eine Szene? Ha. Na gut. Okay. Machbar. Du heilst? Nein, du machst gar nichts. Und ein Höllenhund fährt. Und eine Lebenspunktquelle. AKA Schleim. Oh. Und ich liebe immer noch meinen Dreifachsprung. Oh, du schießt hier auch währenddessen. Ich dachte, der hinterlässt nur eine Spur aus denen, aber er schießt doch aktiv einen kleinen Feuerball. Du bist ganz viel Gold. Warst du unten sicher? Kann man immer noch nicht sehen. Ah, okay. Schleim. Lebenspunkte sehen nicht ganz so prickelnd aus. Aber das passt. Das ist auch noch ein Nachteil echt von der Blutrüstung. Wenn wir jetzt in die schwierigeren Gebiete kommen, machen die Gegner auch viel mehr Schaden. Wir können uns dann einfach one oder two hitten. Boah, nee, hier überlebe ich nicht lange. Wir müssen oben rum. So. Du heilst auch wirklich nicht irgendwie irgendwas. Nee. Hops, hops. Oh. So. Das, au. Das ist irgendwo ein Magier, wollte ich gerade sagen. Tja, da ist einer. Nicht da. So, war hier noch was? Ja, eine Statue. Ein Baumstamm. Okay. Nö. Nö. Nicht mit 18 Lebenspunkten. Tessarohr. Terrasor? Wie auch immer. Er ist tot. So. Die auch noch alle kaputt. Und gib mir mal Hühnchen. Ich hätte gerne eine Kiste voll Hühnern. Ist das denn zu viel verlangt? Ich verzichte auch gerne auf ein wenig Gold. Nee. Die sind gleich tot. Tot. Wow. Oh. Was war das? Ah, es war von oben, oder? So ein Blutstropfen. Menu. Aber ja, anderthalb Reihen voll. Dabei so ein Höllenpferd. Sonst nichts Besonderes. Doch dieser schwarze Magier. Als vorvorletztes vielleicht noch. Aber ja. Gute Quote, würde ich sagen. Noch Gold zum Ausgeben. Aber erstmal wollen wir wissen, wie wir spielen wollen. Der hier ist klein und bewegt sich schneller. Und das ist der einzige Paladin. Also nehmen wir den. Auch in der Hoffnung, dass wir irgendwelche Nischen finden, wo wir durchwuseln können. So, 4000 Gold. Davon hätte ich gerne mehr Gewicht und bessere Ausrüstung. Und zwar ein besseres... Das ist gar nicht besser. Es macht weniger Schaden und noch weniger Lebenspunkte.
Also nö. Eventuell auch mal die Rüstung. Genau, Rüstung wollten wir ändern. Silber macht plus 16. Du machst plus 7. Du machst plus 5. Und weniger Lebenspunkte. Nee, Silberrüstung. 950. Zack. Und da bräuchten wir noch 5 mehr Gewicht. Können wir uns das leisten? Ja, schaut gut aus. Dung, dung, dung. Dung. Mehr Crit-Chance. Nee. Aber ich glaube, ich wechsle mal den Helm. Plus 55 Lebenspunkte klingt echt gut. Dann haben wir zwar nur Vampirismus 1, aber es ist mir trotzdem langsam irgendwie lieber. So, und jetzt haben wir noch 555 über des Teufels kleiner Bruder. Da erhöhen wir doch nochmal den magischen Schaden. So, apropos Teufels kleiner Bruder. Wir sind des Teufels kleine Schwester. Töten! So. Zack, zack. Und ich wette, jetzt, wo wir so einen kleinen Zwergen spielen, gibt es nirgendwo eine Stelle, wo wir durch die Wand können. Und das schnelle Bewegen ist irgendwie eher ein Nachteil als ein Vorteil, finde ich gerade. Weil ich mit der Bewegung nicht so gut klarkomme, dass es dann schwieriger zu steuern ist. Und schwieriger zu steuern heißt immer gleich tot. Naja, mal gucken, ob ich mich daran gewöhnen kann. Au. Okay, zwei auf einmal, sehr schön. Au. Nee. Komme ich so nicht wirklich gut mit klar. Das heißt, das ist auch nur ein 10 Minuten Held, wenn überhaupt. Vielleicht kriegen wir... Oh, da ist ein Secret, oder? Ja. Aber vielleicht kriegen wir wenigstens 500 Gold zusammen für ein Upgrade. Das ist schon mal ein guter Anfang. So. Du bist ein irgendwas. Du bist irgendwas. Zack, zack. Und nicht nur, dass es schwieriger zu steuern ist, weil man schnell ist, sondern es ist noch schwieriger zu steuern, weil der Kleine sich auch noch schneller bewegt. Also gefühlt, weil er halt kleiner ist. Zing. So, aber genug Ausflüchte gesucht. Wir wollen jetzt töten und wieder beten. Wir kriegen Sharon's Obol. Ich wusste schon nicht, was Sharon's irgendwas anderes macht. Was das Obol weiß, macht, weiß ich jetzt auch nicht. Hier fliege ich einfach mal rüber. Zing. Da unten geht's zur Hölle. Jo. Hölle wird ignoriert. Hier wird rüber geflogen. Ich mag den Dreifachsprung. So. Katzing. Katzing. Du kommst auch noch mit. Oh, oh, oh. Gleich zwei davon. Ah ne, das eine ist ein Eis-Übermagier und das andere ist ein... Die sind beide so komisch. Na ja, gut. Ich räume hier erstmal auf. So. Ist ja gut. Ich hab dich auch lieb. Au. Und kaputt. Meh. Lady Faye die Zweite. Und hat immer gleichmäßig einen Magier, einen Ritter, einen Magier, einen Ritter, einen Ritter, einen Ritter. Okay. Trotzdem eine schöne Reihenfolge. Und das soll es auch für das erste Mal gewesen sein. Wir sehen uns gleich wieder. Und ich bin echt erstaunt darüber, wie weit wir kommen. Also das ganze erste Gebiet ist abgeschlossen. Und mit dem richtigen Held werden wir es auch jedes Mal schaffen. Also wir müssen nur dran denken, nicht dieses Schnelllaufen zu nehmen, weil die Steuerung für mich zu schwer ist. Und schön bei den Klassen bleiben, die ich gut spielen kann. Also Barbar und Paladin. Aber ja, wir sehen uns gleich wieder.